Ein neues Video vom österreichischen Kaiser. Mal schauen. Es sieht nicht gut aus, wenn wir uns das Thumbnail anschauen. Das verspricht Böses. Kanal schon gesehen. Vieles haben wir auf dem Kanal schon gesehen. Von Leuten, die ihr Gesicht straff Oh, das war so schlimm. Das war so schlimm. Ich habe immer noch Albträume. lassen, um jünger auszusehen. Über Leute, die das Blut von ihren Kindern verwenden, um sich selbst zu verjüngen. Und nicht zu vergessen, die eine, die sich hat einfrieren lassen, damit es nicht stirbt. Ich bin euch ehrlich, ich bin mit meinen 14 Jahren jetzt auch schon langsam an dem Punkt, wo ich sage, okay, da könnte man vielleicht einmal ein bisschen, weißt du, Recherchen betreiben, um irgendwas fürs Optische zu tun. Ich meine, das Letzte, was ich will, ist, dass ich die Kamera mache, ja, und jeder draußen einen Anfall bekommt, ja. Ja, liebe Zuschauer, ich muss mich erstmal. Ja, ich hoffe, ihr könnt meine Angst verstehen. Aber die Person, die mich wirklich auf den Geschmack gebracht hat, ist Edson Brandao. Das ist schon ein Influencer. Was ist da passiert? War da irgendetwas TOS gezeigtes, als sie in den Discord-Call reingegangen ist? Ich habe den auf Instagram gesehen und zwar gefühlt jedes zweite Reel, bis deppert geht mir der Arsch. Ich blende euch einfach mal kurz. Ich schätze, das war irgendwas Thors-mäßiges. Ein Video von dem einen und ihr ratet einfach, wie alt der Typ ist. 57. 57. 57. 57. 57. Nein! Niemals! Nein! Nein! Wartet! Ich schwöre euch, ich habe das Video vorher nicht gesehen. Ich schwöre, ich habe dieses Video vorher noch nicht gesehen. Was war. Warte mal. Wie habe ich das gerade gemacht? Du Lügner. Nein, ich kann auf alles, was mir heilig ist, schwören, dass ich dieses Video im Vorhinein nicht gesehen habe. 57 war eine ausgedachte Zahl. Eine andere, was Danke, schau, wenn es jetzt um die körperliche Gesundheit gehen würde, dann würde ich ja sagen, ja, je jünger, desto besser. Aber die ist doch gar nicht heilig. Ja, ich bin Atheist, deswegen darf ich das einfach sagen. Besser und so. Und die macht ja auch viel Sport, ne? Das ist jetzt nicht die Frage. Aber es geht halt vor allem, es geht primär ums Aussehen. Und ich glaube, da ist er ein bisschen zu sehr am Tryharden irgendwie. Weil wenn du in dem Alter bist, wirst du wahrscheinlich so vielleicht 10, 15 Jahre oder sowas jünger ausschauen wollen. Was eh schon viel ist, okay? Aber du wirst jetzt nicht ausschauen wie 20, oder? Der Boy mit dem Edgar-Cut. Geht's dir gut? Ehrlich jetzt, du bist anscheinend ein bisschen besessen von dem Alter- und Aussehen-Ding. Midlife-Crisis Social Media Edition. Er sieht aus wie ein Sims 4 Charakter. Edson Brandao ist natürlich auch nicht blöd, ne? Der hat das mitbekommen, dass Leute darauf aufmerksam werden, weil natürlich ist das ungewöhnlich, so wie er aussieht. Deswegen hat er sich gedacht, weißt du was, auf Social Media kann man da schnell sehr viel Geld. Der rockt halt irgendwie den Style von so einem 12-Jährigen. Mache und deswegen verkauft er jetzt auch irgendwelche so Supplements und Kurse, die angeblich so. So dein Alter rückgängig machen können. Das soll jetzt auch nicht heißen, dass die Produkte irgendwie schlecht sind oder sowas, ne? Aber natürlich kommt es auch viel aufs Marketing drauf an, weil klar zieht er sich halt nicht an wie ein 57-Jähriger, sondern halt wie ein Jugendlicher. Klar, der halt diese. Das gibt mir aber irgendwie so creepy Vibes. Das ist nicht angenehm. Justin Bieber 2010 Frisur und wahrscheinlich auch gefärbt und. Sieht ein bisschen aus wie T-Tech. Vielleicht auch ein bisschen Botox. Möglicherweise. Ich weiß nicht. Fakt ist, er hat ein Geschäftsmodell, was nur funktioniert, wenn du auch wirklich jung aussiehst. Und das ist interessant und so, ja. Aber mich betrifft's ja nicht. Mich betrifft's ja nicht, ja. Wenn ich will, dann kann ich auch einfach einen Salto machen. Schau, Achtung. Work, oder? Was mir also gut tun würde, wären jetzt keine Reverse-Aging-Pillen, sondern vielmehr Prevent-Aging. Nein, es ging darum, dass er die Justin Bieber-Frisur hat. Aging-Strategien. Mein erster Anlauf war also 24 Tim, weil ich habe mir gedacht, okay, er hat sich damals Botox spritzen lassen, präventiv, damit man keine Falten bekommt, wo ich gar nicht gewusst habe, dass es möglich ist. Aber das kann man anscheinend machen, okay? Und das machen auch viele Leute, wenn sie sehr jung sind, so wie Tim. Der war zu dem Zeitpunkt, by the way, 4 Jahre jünger als ich jetzt. Also er war 21 Jahre alt und der hat das bei Dr. S. Vahani gemacht, so einem plastischen Boy. Der hat witzigerweise auch schon ein paar. Ich mache das auch nächstes Jahr. Andere bekannte Gesichter bei sich gehabt. Okay, Leute, dieser Abi hat Nase gerettet. Ich küsse dein Herz, Bruder. Check den ab, wenn ihr Dings braucht. Brazilian Buttlift. Aber.
Mois. Ich sage euch ehrlich, Botox, das wäre jetzt für mich persönlich gar nichts. Also ich möchte jetzt nicht irgendeinen externen Eingriff so bei mir haben. So, wenn, dann möchte ich irgendwas natural machen. Und außerdem, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, dass jetzt irgendwer unbedingt in mich reinspritzt. Pass auf, das, was ich gelernt habe, ist, man soll vermeiden zu lachen. Man soll möglichst ernst schauen, sein ganzes Leben lang tatsächlich. Und man soll nicht auf der Seite schlafen, weil diese Sachen Falten verursachen. Habt ihr schon mal alle Bilder gesehen, die ich jemals von mir gepostet habe? Ich werde mit 57 jünger aussehen als der. How unwanted lines and wrinkles are created by sleeping on your sides. It causes permanent lines and wrinkles on your face. Practice these to face yoga poses to strengthen your face muscles. Irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo das so ein bisschen mehr von, naja, Self-Care und ein bisschen Anti-Aging und sowas zu einer Obsession wird. Ich meine, check mal den Anti-Aging-Strohhalm aus. Das Problem, was du nämlich bei einem normalen Strohhalm hättest, ist, dass du, wenn du ihn benutzt... So, hab meinen Burger aufgegessen. ...deine Gesichtsmuskulatur anspannst und das Falten verstärkt. Problem. Das sind die Probleme unserer Zeit, Leute. Uns geht es wirklich gut. Uns geht es wirklich gut. Dieser dumme Strohhalm ist so extrem abgegangen. Ich denke mal, wenn du so krass Angst davor hast, Falten zu bekommen, warum trinkst du denn nicht einfach... Und dann sagt noch einmal einer, die Menschheit hat Probleme. Ganz ehrlich. Uns geht es allen viel zu gut. Aus einem Glas. Besser noch, wenn du unbedingt einen Strohhalm brauchst, warum trinkst du denn nicht einfach seitlich? Aber die eigentliche Frage ist, warum trinkst du nicht einfach gleich? Holy! Gute Überleitung. Skip, 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 skip. Holt euch Holy. Wenn ihr mit 57 aussehen wollt wie 12. Bestellung und für alle anderen Kaiser 10 für 10% auf die ganze Bestellung für immer und ewig. So, und wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist dieses Video optimal strukturiert, sodass man sagen kann, okay, wir haben zuerst mit, ich sage mal, ein bisschen jungen, älteren Menschen angefangen, dann haben wir so Leute in den 20ern gehabt und jetzt ist natürlich ganz klar, na, Anti-Aging für Kinder. Das erste Mal... Okay, ich bin gespannt. ...dass ich was davon mitbekommen habe, war bei Shireen. Shoutout, die hat nämlich ein 14-jähriges Mädchen gefunden, die eine aufwendigere Skincare-Routine hat oder beziehungsweise Anti-Aging-Routine als 99% der Menschheit. Here's some things that I do to slow down the aging process as a 14-year-old. I started doing most of these things at 12. Number one, I take two apples... Hey, du willst doch gar nicht aussehen dein Leben lang wie 14 oder 12. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Du darfst doch da nicht Anti-Aging machen. Da musst du doch noch agen. So, ich würde sagen 22, das ist so das Alter, wo man, ja, vielleicht so 22 bis 25, das ist so das Alter, wo du deinen Alterungsprozess anhalten könntest. So, ich würde sagen 22, actually. Das ist so Optimum. Da kannst du sagen, da würde es Sinn ergeben, irgendwie Alterung aufzuhalten. Aber 14... Do this twice a day. Number two, I use a retinol twice a day. And one of my favorite tips is I get my body lotion and put a little bit in that and then apply it to my body as usual. Next is I love Korean skincare and I do two face masks a day. I always use... Ich auch. Use the leftover essence all over my body. Never forget to do skincare on your neck because that's one of the main things that ages. Next, I would always recommend a sunscreen with usually an SPF above 50. I use three fingers... Ja klar, was auch sonst. Here's worth before my makeup. Next, I always have green tea in the morning. Green tea is great for slowing down the anti-aging process and it's super anti-inflammatory. I always add a spoonful of raw honey to it because that's also an anti-inflammatory. Whenever I'm going on a long road trip, I always tape up a piece of construction paper. This blocks most of the UV rays. And last but not least, I always sleep with a satin pillowcase. Feuchtigkeitscreme oder Sonnencreme. Okay, meine Theorie wäre, die macht das für Social Media Aufmerksamkeit. Top Go for it ist wichtig für die Haut. Ich meine, du nimmst ein Stück Papier mit ins Auto und klebst es dann ans Fenster, damit du keine Sonne abbekommst. Das ist weird. Da denkst du. Du kannst ja auch einfach. Es gibt doch so Fensterabdeckungen. Also da nimmst du doch nicht jedes Mal dann so ein Papierdingens.
und hoffst eigentlich fast schon, dass es eigentlich nur Bait ist, okay, dass sich irgendwer denkt, ja, okay, komm, ich mach das ja, einen Joke draus, aber ich weiß nicht, wie absurd sich das anhört, dass eine 14-Jährige eine Anti-Aging-Routine macht, so sagt so, yo, ich möchte gerne die Haut haben, die ich vor 3 Jahren oder sowas gehabt habe. Bro, du bist fucking 14! Und ich war mir selber nicht sicher, okay, deswegen habe ich einfach mal die Videoerstellerin ausfindig gemacht, okay, und ich habe so geschaut, okay, was macht sie sonst so? Und sie macht tatsächlich auch solche Beauty-Tipps-Styling-Videos, irgendwie sowas. Und sie hat auch so ein kleines Following, paar tausend Follower. Und auf den Bildern, die sie postet, da ist die sieht aber actually älter aus als 14. Sie halt, klar, sie ist halt geschminkt und sowas und sie ist also extra posiert und mit dem Licht und bla bla bla. Hä? Die sieht älter aus als 14. Also sie ist jetzt auch zensiert, aber sie sieht älter aus als 14. Schaut halt älter aus als 14. Sie können durchgehen als 25, so als so. Ja, und, aber richtig viele Leute sehen viel zu alt aus. So alt wie ich, okay? Also gerade irgendwie Frauen schaffen das immer wieder, irgendwie auszusehen wie so Anfang 20 oder so in meinem Alter und ich sind dann irgendwie 14 oder so. Das ist gefährlich. Und nicht wegen ihrer schlechten Haut oder so, sondern halt, weißt du, du weißt, wie eine 14-Jährige aussieht und du weißt, wie eine 25-Jährige aussieht. So. Wenn man aber die Bilder weiter durchschaut, dann sieht man halt hin und wieder mal irgendwelche Fotos mit Freunden und so. Und das Ding ist halt, alle ihre Freunde sind Kinder. Dann bin ich nochmal weitergegangen und hab gesehen, okay, der Typ, den sie datet, ist wahrscheinlich... Okay, aber das wäre auch... Aber dann hoffe ich, dass sie wirklich so alt ist. Auch minderjährig. Und dann sind mir in dem Moment 2 Sachen bewusst geworden. Nämlich erstens, das Video ist tatsächlich kein Fake. Und zweitens, ich stehe jetzt wahrscheinlich auf irgendeiner Liste. Aber ohne Spaß, sie ist 14 und schminkt sich, als wäre sie 24. Und ich glaube, ich kann mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und kann behaupten, so, okay, das wird wahrscheinlich daran liegen, dass sie gewiss... Aber bei den meisten Frauen Mitte 20, glaube ich, die sind noch in der Schule. Ja, guck mal, dann... Dann haben wir einfach was umgekehrt, was ein Problem ist. Weißt du, die 14-Jährigen versuchen, älter auszusehen und die Älteren versuchen, jünger auszusehen. Das ist eine Gefahr für die Allgemeinheit, sage ich euch. Diese Role Models in der Social Media Welt gesehen hat und halt so sein möchte wie die. Ich habe dann kurz geschaut, sie folgt auch einigen Leuten wie jetzt so die Kardashians oder sowas, die halt auch gerade dafür bekannt sind, dass sie eigentlich so das Schönheitsideal mit oder dass sie so diese Trends quasi mitgehen und gleichzeitig aber auch diese Trends irgendwie dadurch beeinflussen und sowas. Und mir ist bei meiner knappen Recherche aufgefallen, dass vor allem solche Leute, also junge Leute, die eben sehr viel solchen Beauty-Menschen und sowas, solchen Schönheitsideal-Menschen quasi folgen, dass die halt nach solchen Tipps suchen. All I wanted this year was Skincare and Make-up. 11. Die ist 9 oder so. Nee, 11. Oh. Year old Olivia is obsessed with beauty products. I think social media has a lot to do with it. So I think Instagram, TikTok, sharing things on. Also ich kenne mehr 16-Jährige, die Mitte 30 sein könnten. Ey, das ist so gefährlich einfach. Ich bin dafür, dass jeder sein Alter, also dass grundsätzlich Frauen ihr Alter einfach auf einem Schild um ihr Hals tragen müssen, weil alles andere ist einfach, es ist einfach highly beängstigend. Wirklich, es führt nur zu Problemen. Ich finde diese Halsschildmethode immer noch eigentlich eine der sichersten. Ich würde mich dafür einsetzen. On social media, watching YouTubers. Wir sind in der New Age, okay, Leute? Ja, eine Tattoo wäre auch eine Idee auf die Stirn oder so. Die heute ändert Geburtsjahr halt. 10 Jahre alt sind, die sind wahrscheinlich seit ungefähr 9 Jahren im Internet, okay? Und dann folgst du natürlich solchen Menschen, siehst das und denkst dir, ah, okay, ich möchte auch so sein wie die, weil die sind alle jung, gut aussehend und reich. Also im Prinzip ich, ja? Wenn ich jung, gut aussehend und reich wäre. Aber Fun Fact, Leute, die wirklich Angst davor haben, einen Strohhalm zu verwenden oder schlafen zu gehen, ihr könnt vielleicht maximal so 5% oder so. Nicht schlafen gehen, das ist auch keine gute Idee, wenn ihr nicht altern wollt, glaube ich. Was von eurer Haut damit langfristig beeinflussen. Die mit Abstand wertvollsten Sachen, die ihr machen könnt, ist Sonnencreme verwenden, keinen Alkohol trinken, nicht rauchen, diesen Kanal fett abonnieren. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr seid jetzt auf jeden Fall 10 Minuten älter als vorhin noch. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da und schreibt mir... Lüge. Ich bin 9 Minuten 44 älter, obwohl ich habe Pause gedrückt. Deswegen bin ich 13 Minuten 50 älter. In den Kommentaren, wie alt ihr irgendwann mal nicht werden wollt. Nee, schreibt das nicht rein, wenn ihr zu jung seid. So, bitte. Meine Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Gutes Video. Ja, keine Ahnung. Fangt mit Skincare. Was würdet ihr sagen, ist das optimale Alter optisch im Durchschnitt? Ich würde so sagen 22. Vielleicht bin ich da noch jünger biased ein bisschen, weil ich eben selber noch jünger bin. Aber ich würde sagen 22 tatsächlich. Wenn man irgendein Alter bräuchte, wo man sagen könnte, das sollte Altern allgemein aufhören. 22 bis 25, sage ich so.
So 25 bei Frauen. Ja, ich denke, man kann sich darauf einigen, dass Altern stoppen bei Männern eh eine dumme Idee ist. Ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass das bei Männern eh eine andere Sache und generell eher eine dumme Idee ist. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich würde gerne so aussehen wie mit 17. Ja gut, aber ich glaube, das ist tatsächlich, man macht sich das selber, setzt man sich da mehr unter Druck, als das andere bewerten würden. Also, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Sollte man mit 9 anfangen mit Skincare-Routinen und Anti-Aging? Und wann habt ihr angefangen, ein Papier auf eure Autoscheibe zu kleben und Strohhalme, Angst vor Strohhalmen zu haben?